Jo, hello, ja, sind wir auch schon wieder. Wir wollten gerade das Antioxidantienmittel an dem Gitter benutzen, das wir freundlicherweise von dem jetzt, wie nannte er sich? Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Er ist jetzt so ein komisches Wesen und deswegen können wir das Mittel haben. Genau. Das hat er ja davor gebraucht, um vom Blitz getroffen zu werden. Oh. Grab. 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 Was war da noch? Da hat doch gerade was. Ach, zur Kirche. Anziehen Grab. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. In diesem Jahr wohl nicht mehr. Hier ruht Mattis Konrad? Oh nö. Nee. Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Na super. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Ja, gut. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Die ist wohl ertrunken, weil dann kein Wasser mehr da war. Bitte? Modrig ja. Rostig nein. Wir müssen doch das Grab ein bisschen herrichten. Das finde selbst ich unangebracht. Wir nein, das Moos wegschneiden, Edna. Ach man. Kann man da noch was drauf? Das finde selbst ich unangebracht. Schade. Ich dachte auch so einen schönen Spruch. Der beste Vater überhaupt oder so. Das finde selbst. Okay. Hier liegt also unser Vater. Hier ist noch ein Grab. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Kennt sich sogar. Da ist noch ein Grab, was wir nicht angucken können. Kirchentor, Kirchentür, Tortür. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Grab. Das Firmenlogo. Das Firmenlogo. Das Kreuz ist also das Firmenlogo. Das ist ja toll. Da reden. Jesus, bist du da? Nö. Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Boah, die faule Sau. Macht wieder mal Pause, ist ja klar. Ach nee. Für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Okay. Jeder nur ein Kreuz. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Okay, Edna. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Hast du auch einen? Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Macht auch Pause. Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Ja, ist klar. Jesus macht Pause und Gott macht ein Nickerchen. Wie es halt in der realen Welt auch ist. Ich finde den Powerknopf nicht. Den Powerknopf. Ist ja cool. Aber was sagst du zum Kreuz? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Ja, das zählt. Du glaubst an Elvis. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Wie gesagt, es zählt, ja, Harvey, es zählt. Was gibt's denn hier sonst noch? Kannst du? Ein Vorläufer des Fernsehers. Ah, ja, Edna, du. Warst wohl selten in der Kirche. Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Ein Kanzelbeutel? Ich bin nicht so der pastorale Typ. Und benutzen? Ich bin nicht so der pastorale Typ. Okay, dann halt nicht. Da geht's noch, aber sonst da? Nach hinten? Erstmal nach hinten. Ich erinnere mich gerade an was anderes. Kommt das nicht auch im Nachfolgerteil vor? In habe ich neue Augen oder ist das wirklich. Kassettendeck benutzen. Es darf nicht aus, kommt nie wieder.
Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Das interessiert sie gar nicht, dass da gesungen wurde. Edna bricht aus. Dum, 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 dum. Oh Gott, nie wieder. Edna bricht aus. Kommt nie wieder. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Ja, das interessiert sie echt nicht. Rin? Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Edna, das geht ja auch ein bisschen schlecht. Wie sollen sie das denn machen? Sollen sie an jedem Radio ein Mikrofon einbauen und die hören dann alles, was du so machst, während du Radio hörst? Ich glaube, das ist nicht so toll. Jedenfalls... stelle ich mir das ziemlich verstörend für die Radiomoderatoren vor. Dafür kannst du ja anrufen und deine Fragen stellen. Das ist kein Walkman. Es trotzdem mitnehmen, also Edna. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Ach, deswegen steht das hier. Schalter. Schalter. B. If. Gibt's hier nur F, E, D, C, H? A, C, D, E, E, F, G. Ach, da drüben gibt's auch noch ein paar. D. Also H. C, D, E, F, G, A, H, C, D. Okay. Was sieht das jetzt anders davor? Nö. Irgendwie ja nicht so. Na gut. Da ist noch so eine Klappe, so eine unauffällige. Können wir die denn ansehen? Darin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Hey, nicht mal Luft oder sowas? Ist ja seltsam. Ich glaube, da müssen wir noch eine besondere Melodie rausfinden oder so. Abgeschlossen. Okay, war fast klar, dass es nicht geht. Da müssen wir rein. Also wohl, mal... rein. Hallo? Wer bist du denn? Sieht ja lustig hier aus mit dem Garten und... ja. Hallo, Pastor. Das ist also der Pastor. Gut. Hallo. Hallo. Du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Ja. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich hab das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Okay. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Nein. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Bleib hier. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Bitte bleib hier. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Bitte. Bleib hier. Nein. Du sollst mir noch weiter erzählen. Oh. Okay. Oh nein. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen.
Und ich brauche jetzt einen Stift und einen Zettel. Beides habe ich gerade nicht zur Hand. Na super. Doch, hier ist ein Zettel. Und ein Stift müsste sich auch schnell finden lassen. Ja. Gut, ich habe beides. Ich hoffe, den Zettel darf ich benutzen. Ja, sieht gut aus. Also, da steht jetzt was. Wir müssen als erstes die schwarze überm E. Also zeichne ich hier mal so ein Ding hin. Bla bla. So. Hier ist eine schwarze überm E. E. Und die hier als erstes. Dann müssen wir die schwarze zwischen F und D spielen. Wie zeichne ich denn das auf? So. 2. G ist hier. Dann wieder so 1. Dann die schwarze. Ach nee, das ist nicht die zweite, sondern die 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Das hier ist die zweite. Zeigt jetzt der Pfeil hier, der hier, zeigt er jetzt auf das A oder zeigt er auf die schwarze? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bräuchte man eh erst das andere. Das ist also A, dann kommt hier ein mit langem Strich. Dann kommt da eins ohne Bezeichnung. Ein D. D. So. Als drittes müssen wir das eine linke vorm D. Hier. Und als viertes entweder A oder die Mitteltaste. Also entweder das hier oder das hier. Als viertes. Ah, Entschuldigung, bin ich gerade auf die Ding gekommen. Auf mein Mikrofon. Und mir ist gerade so beim Aufschreiben eingefallen. Schaut da mal hier. Da, 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 da. Das sieht sehr dem Muster ähnlich, wie der Alumann gebraucht hatte für den Zen-Garten. Seine kosmische Energie. Und hier auf der Gitarre ist es genauso. Also noch verwirrender, aber braucht man das überhaupt für die Gitarre? Ich weiß gerade nicht. Tja, also M. Weiß nicht. Ich kann es mir mal aufschreiben. Schreiben. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass wir es brauchen, aber nützlich ist nützlich. Dann X. Dann X. Dann X. Huch.